Oh Nils, du bist mein Feuer. Du bist mein Feuer, du wärmst mich. Mach den da mal weg, der sitzt vor der Wärmequelle. So von hinten an meinen Rücken treten. Entschuldigung! Ich treffe ihn nicht. Ach, apropos nicht treffen. Herzlich willkommen bei Kid Dark Souls 3. Jetzt geht's weiter mit Lars Paulsen. Wer ist der Name? Larbo Pauslin. Schön, dass ihr zurück seid bei Knallhart Durchgenommen. Was wird durchgenommen heute? Der Untergrund. Sehr gut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen Dark Souls 3. Ein Game für echte Gamer. Ein Game für echte Gamer. Und davon haben wir zwei hier. Ja, Hardcore-Gamer, Core-Gamer. Ich sag mal so, die letzten Folgen waren hart. Wir sind umhergeirrt. Wir sind einem Strohballen, der vom Wind herumgetragen wird, gleich durch diese Welt geweht worden, ohne Sinn und Ziel. Das muss sich heute ändern. Ja, wobei ich finde, wir haben eigentlich in der letzten Folge alles richtig gemacht, weil wir haben uns Zeit genommen, haben das Gebiet erkundet, haben überall nachgeschaut, haben wir irgendwo was verpasst, sodass wir dann mit dem guten Gefühl ins nächste Gebiet gehen können, dass wir das vorherige wirklich durchleuchtet haben. Das Problem ist halt, wenn du immer suchst, ob du nicht was verpasst, verpasst du dein ganzes Leben. Das stimmt natürlich. Das ist philosophisch total richtig. Wobei bei Dark Souls gibt es ja zum Glück ein geschlossenes... Im Gegensatz zu unserem Leben, das offen ist, oder was? Naja, also das Ding ist... Geh dann immer näher drauf ein. Ja, ich gehe da gerne näher drauf ein. Diese Dark Souls-Welt ist ja programmiert, die ist ja nicht echt. So, das heißt, man kann da rumlaufen und irgendwann hat man alles gesehen. Unser Leben wiederum hat einen Anfang und ein Ende. Und die Möglichkeiten sind im Gegensatz zu Dark Souls, ich will nicht sagen unbegrenzt, aber gemessen an der Vorstellungskraft des menschlichen Gehirns sind sie an die Unendlichkeit tendierend, sag ich mal. Okay. Sodass wir natürlich in dieser Welt, da können wir alles mitnehmen und der Preis ist nicht hoch. Wohingegen du natürlich im Leben immer, alles was du machst, hat den Preis dessen, wogegen du dich entscheidest. Aha, ich verstehe. Ja? Du musst den Baum entlang gehen. Und vielleicht sind am Ende des Lebens die Momente die schönsten, die man verpasst hat. Das könnte tatsächlich sein. Das ist fürs Leben schade. Das Negativ deines Lebens, wenn das besser ist als das Positiv deines Lebens, das ist natürlich tragisch. Aber heute machen wir einen Boss. Heute machen wir mehrere. Heute machen wir einen Boss. Einfach alle Bosse. Wo ist der nächste Boss? Wir sind ein bisschen verloren hier in den Katakomben im Untergrund. Wir haben die Balliste außer Kraft gesetzt. Wir haben gegen die Ninja-Borisse gekämpft. All das. Die Frage ist, machen wir einen Haken hinter diese Katakomben und ziehen weiter? Ich würde sagen, ja, wir haben natürlich noch. Also, da gibt es dieses eine Item auf. Auf diesem Mauervorsprung, wo wir wissen, wir kommen da irgendwo noch hin. Und es gibt natürlich noch den Balkon auf der anderen Seite. Ja. Du weißt, was ich meine. So, die haben wir immer noch nicht gefunden. Das heißt, da ist noch irgendwas. Aber ich würde auch vielleicht sagen, wir können theoretisch noch mal weiter gucken, woanders hingucken. Bevor wir jetzt hier wieder eine Folge lang das suchen. Ja, hier war der große Raum mit der Balliste, die uns malträtiert hat. Die ist aus. Hier ging es rein zum Feuerboss. Da geht es nicht weiter. Genau. Und links sind wir gekommen. Wo geht's weiter? Wo sollen wir jetzt ansetzen? Ja, gehen wir zum Bonfire. Wir gucken mal. Mit unseren knackigen Nullseelen. Jetzt müssen wir überlegen. Also, mal gucken. Wir waren... Sind das eigentlich alle Gebiete, die es gibt, diese fünf? Nee. Da kommen noch mehr. Die haben wir nur noch nicht entdeckt. Die ganze Reihe da oben? Weiß ich nicht, wie weit, aber da gibt's richtig viele Gebiete, ja. Genau, wir müssen ja irgendwo... Es sieht schon so aus, als gäbe es noch mehr hier. Auf jeden Fall. Die Frage, nicht jedes Gebiet hat, glaube ich, also gleich viel Feuer, ne? Aber waren wir nicht an so einem Punkt, wo wir mehrere Optionen hatten, weiterzugehen? Weißt du noch? Zum Beispiel unten, wo dieser kleine Feuerdämon war. Ja. Und dann... Wir hatten noch zwei Wege. Den Skelettweg und den Feuerweg. Ja. Und wir haben doch nur einen genommen. Haben wir doch beide gemacht. Haben wir beide genommen? Wir haben den Feuerkönig getötet und den Skelettkönig auch. Genau, aber sind wir da weitergegangen jeweils? Da, wo die Kugel war zum Beispiel, haben wir da alles gemacht? War das hier? Also Hochfürst Wolnir war der Skelettkönig. Das war der Skelettkönig, ne? Genau. Und da haben wir
In diesem Gral haben wir den angefingert und dann kam der Skelettkönig und dann wurde der. Ja. So, da war der. Da kannst du hoch, ja, ich weiß nicht, du kannst ja mal hoch. Da war der Skelettmeister. In den Thronraum. Ging's hier weiter? Stimmt, haben wir uns danach nicht direkt den Schlüssel gekauft und sind da weiter geschlüsselt? Ja, geschlüsselt, genau. Ah ja, hier ist ein neues Gebiet, genau. Guck, siehst du hier? Schneewelt? Geil, ja. Schneewelt. Oh, wow. Das ist voll schön, das passt auch irgendwie zur Jahreszeit. Ich habe gestern Abend wirklich fast Schneeflocken gesehen. Fast Schneeflocken? Ja, waren doch keine. War dann doch nur, da hast du die Augen zu doll gerieben. Ja. Der über meine Nasenspitze tropft. Ja, das ist noch ein bisschen Schnee hier tatsächlich, in Hamburg auch. Ist das der Ond? Der Ond? Ja, du musst ja in Fantasy-Welten das immer so ein bisschen anders benennen. Ja. Und deswegen, eine gute Möglichkeit ist einfach Buchstaben weglassen. Ja. Ist hier direkt einfach noch ein Bon? Ein On-Fire? Ist hier noch ein On-Fire? Also das ist ja der kürzeste Weg, den ich je gesehen habe. Ich kann ja von hier das andere On-Fire sehen. Ja. Ich kann es ja wirklich sehen. Ja. Ja, aber ist doch gut, klasse. Von mir aus. Nehmen wir doch. Nehmen wir mit. Nehme ich mit? Ich fände es gut, wenn da noch so eine 11-minütige Animation wäre, wie er so mit so einem Stock so versucht, so ganz mühsam da so und es einfach nicht angeht. Und man muss es immer angucken. Das wäre wirklich schön. Aber guck mal, da haben wir direkt jetzt die Schneewelt gefunden. Das ist ja perfekt. Und hier ist eine Schachfigur. Oh. Gibt's bestimmt auch, oder? Dark Souls Schach, so in diesem Stil. Ja, so als Merchandise. Ich weiß nicht, wie die Merchandise-Palette ausgeschlachtet haben. Sieht man selten, so Dark Souls Schwimmnudeln und so Dark Souls Heißluftballons. Heliumballons. Oh, hier eine Nachricht. Bringe eine Puppe, um passieren zu dürfen. Aha. Sieht aber auch als so aus, als dürfte ich normal passieren. Aber jetzt wird wahrscheinlich hier der große Yeti-König. Aha, da ist der Yeti-König. Alles klar, okay. Hui, alles klar. Das ist ein Wollkrokodil. Oh, okay, alles klar. Ja, guck mal, da haben wir doch schon unseren. Ja, haben wir den doch schon, den ersten Endboss. Yeti-Krokodil gefunden. Ich mach einen kurzen Erkundungsrun. Yeah. Alles gut. Yeah. Ich mach einen kurzen Erkundungsrun. Okay, ich will einmal kurz angucken, checken. Männchen oder Weibchen. Scout mal. Was ist es? Das ist schwer zu erkennen, weil der Bereich unten, wo man die Geschlechtsmerkmale auffinden könnte, ist komplett verrottet. Der Bauch ist offen. Naja, du kannst ja auch von der Fellfarbe und so. Also das ist ja jetzt... Naja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Dass die Fellfarbe ist... Mal da unten. Einmal anvisieren, bitte. Aber wie der hochspringen kann, ne? Das ist obwohl der hat richtig... Okay, der hat hohe Beine. Ins Maul reingerollt. Aha, da muss man, glaube ich, dann zur Seite rollen. Der Bauch ist gar nicht offen, sondern der hat einfach so Rippenbögen, die nach einem schnappen oder sowas. Schnappbögen. Aha. Gut nach vorne geholt. Wenn er hochrödelt. Oh, Spider-Alarm. Spider-Elektroschlag. Warum visiert ihr ihn ab, während er auf mich zustürmt, Spiel? Aha. Au. Ja, okay. Aber jetzt hast du mal das Timing ein bisschen gesehen. Der geht erst hoch und dann kurz danach kommt der Angriff. Ja, easy. Okay, ganz easy, okay. Jetzt wird er weggenielst. Okay. Es wird einmal schön weggenielst. No Hit Run, ja? Ja. No Hit Run, wie meine Musikkarriere. Aber was war das jetzt mit der Puppe? Puppe, um passieren zu dürfen? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es könnte sein, dass wir ein Item brauchen, um hier weiterzukommen. Meine Erinnerung wird sich gleich diesbezüglich erneuern. Ach nee, ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, dass wir irgendwie einmal an einem klaren, kalten Ort sind und nicht mehr in diesen ewig gleichen Katakomben. Hey. Stark von mir gemacht. Stark, gut getrunken. Ja. Alter. Oh, der Seitlichbiss ist ja gemein. Also darf man nicht wie einfach nicht neben ihm stehen.
So, jetzt. Alter, er ist aber schnell. So, jetzt. Schluss jetzt. Oh, Alter, wie der sich... Der muss sich auch denken, der ist aber echt lustig. Mann, Schluss jetzt! Der ist aber ganz schön lustig, der Mensch. Der trinkt hier nur aus seiner Flasche. Merkwürdiger Kampfstil mit so einer Flasche in der Hand. Okay, Ruhe jetzt. Boah, der... Hab ich ihn überhaupt erwischt gerade? Ach, warte, ich will mich hauen. Sehr gut! Ich muss zugeben, ich bin sehr viel gerollt. Knallhart weggenielst einfach, so muss es sein. Hohe Priesters rechtes Auge. First try, Nils! First try, ja! Aber was ist denn los, Alter? Nicht schlecht! Erhöht die Geschicklichkeit. Erhöht die durch erstes von René. Ah. Wir können ja mal gucken, was macht er denn überhaupt? Wahrscheinlich wieder verstärkt den Angriff, solange er andauert. Was? Das sind diese kryptischen Fähigkeiten. Erhöht den Angriff, solange er andauert. Das verstehe ich gerade nicht. Also wann dauert er denn nicht an? Also so alles ab dem zweiten Schlag dann oder was? Versteht kein Mensch. Verstärkt den Angriff, solange er andauert. Was ist denn bei den... Verändern sich die Werte oder irgendwie? Nee. Belastung einfach nur. Okay, das checke ich gerade auch nicht. Solange er andauert. Vielleicht mit... versteckt er einfach. Ob man vielleicht... Nee. Was müsste man... Also während du nicht angreifst, wird der Angriff nicht erhöht. Ja, die Frage ist nur, warum sollte man das so formulieren? Solange er andauert. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben 8000 Seelen. Das checke ich auch nicht. Das müsste man nachlesen. Oder du, je häufiger du triffst, desto mehr wird der Angriff verstärkt. So dass sich das stackt so nacheinander, meinst du, ne? Ja. Aber gibt es dann da so ein Sekundenfenster sozusagen, oder? Ja, möglich. Oder wenn du so eine Combo machst, so dreimal hintereinander. Ah, jetzt ist die Blockade. Ja. Ah, okay. Ja, wir müssen so ein Item holen. Ich glaube, es war eine Puppe. Ja, scheiße. Puppe, wie es in dieser Dimension genannt Puppe, ja. Wo ist meine Puppe? War komisch, ne, dass man das Wort Puppe sagt, obwohl Puppe noch nicht weg ist. Warum nimmt man nicht erstmal alle kurzen Wörter und dann die langen? Warum sagt man nicht erst Puppe und wenn die alle vier Buchstabenwörter weg sind, dann macht man die fünf Buchstaben. Vielleicht war Puppe ja schon weg und das, der Begriff wurde dann fallen gelassen, aber der war ursprünglich mal... Ja, das kann auch sein, ja, dass es irgend so ein Handwerkszeug beschrieben hat, das man heute nicht mehr braucht. Der Opa. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte nur einmal die 8000 Seelen. Okay, wir müssen jetzt irgendwo, lass mich mal überlegen. Wo ging es noch weiter? Ja, wie gehen wir jetzt auf Puppenjagd, ist die Frage. Ja, wir müssen halt irgendwo ein... Warte mal, können wir... Können wir erstmal gucken. Eins nach dem anderen. 10.000. Tschüss. Wir gucken noch einmal, wie es hier steht, ob wir vielleicht noch was upgraden können bezüglich des Schwertes. Das weiß ich nicht. Was brauchen wir dafür? Ah, noch ein Titaminit-Brocken. Okay. Oh, dann sind wir... Ja, okay, auf A... Ah, brauchen wir noch einen Titanitbrocken, okay. Machen wir nicht, okay. Pretty, be careful. Ah. Jetzt gucken wir nochmal eben wegen Seelen. Ashen One. Hä? Ich hab zu viel verkauft. Das wollte ich nicht. Ein Level. Was machen wir? Vitalität, Kondition oder Geschicklichkeit?
Und machen wir nochmal eine Runde Vitalität. Kondition. Ja, warum nicht? Warum wir? Ist wichtig. Okay, dann kaufe ich noch ein paar Pfeile, damit wir damit null rausgehen. Und du schießt ja auch gerne mal ohne. Ja, wir haben jetzt diesen neuen tollen Bogen, aber können damit nichts machen, ne? Das ist natürlich schon deprimierend. Na, warte mal. Achso. Oh, Federpfeil. Ja, okay. Nee, warte, du hattest doch. Du wolltest doch den Bogen upgraden, hast du gesagt. Mit den kleinen Titanitsplittern. Ja. So denn. Du musst ach, Reiter. Ach, da, ja, du hast recht. Was haben wir denn? Kurzbogen, Langbogen. Drachenreiter, Bogenklär, aber mit 19 Stärke ist vielleicht nicht so. Okay, welchen nehmen wir denn? Den oder den? Ja, den rechten. Wahrscheinlich ne? Einen besseren angelegt. Ja, ne? Den langen. 99 haben wir. Ja. Ja, jetzt aber los. Okay, dafür brauchen wir. Große Titanitscherben. Nee, wir haben sogar genug. Aber wir haben keine Seelen. Wir können noch einen Check essen. Okay, also. Essen wir noch so einen kleinen Snack? Dann können wir sogar noch eine Stufe machen. Ich glaube, die großen brauchen wir ja nicht mehr, oder? Jetzt unmittelbar. Nee, wir brauchen nur noch die Brocken für das Schwert. Was war der 800? Weißt du das noch? 400. Was stand da? 720, ja. Da hier irgendwas. Dann nehmen wir nochmal. Was ist denn der? Wir sind ja da. Wir wollen einkaufen. Okay. Sie haben leider nicht genug Geld. Er geht einmal kurz um die Ecke. Komm wieder zurück. So, ich hätte es jetzt gerne bitte. Jetzt haben wir es passend. Hm. Okay, das, guck mal, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt ist der Bogen auch mega gut. Naja, nicht mega gut, aber gut. So, jetzt müssen wir nochmal überlegen. Wo hast du eine Puppe gesehen? Denk nochmal wirklich tief nach. Denk nach, tief nach. Irgendwo. Also nee, das Ding ist, irgendwo ging es noch weiter. Und lass mich mal kurz überlegen, wo. Aber in der Eiswelt gab es gar keinen anderen Weg, außer über die Puppe. Nee, wir brauchen da so ein Item. Und rechts ging da nichts weiter. Wir brauchen ein Item. Irgendwo. Haben wir hier alles gemacht? Das ist das Anfangsgebiet. Okay, also irgendwo ging es noch weiter. Wir müssen noch kurz überlegen, wo. Sind wir da, wo der Ball war und so? Sind wir da weit? Weißt du noch, dieser riesige, sind wir da? Ja. Sind wir da? Haben wir da alles? Das war doch, genau, das war doch auch hier, oder nicht? War das nicht auch die Katakomben? Ich versuche mich zu erinnern, aber ich erinnere mich nur an Schmerz. Nur Schmerz, Leid, Trauer und Frustration bedecken meine Gedanken. Okay, pass auf, wir gucken mal hier. Und zwar. Das war der Dingsbums, das war das davor. Und das neue Bonfire hat jetzt aber einen neuen Reiter aufgemacht. Ja, ja, das ist. Ach, da. Okay, cool. Mhm. Genau. Lass mich mal kurz überlegen. Wir sind. Doch, wir sind da runtergelaufen. Ja, ja, wir sind da runtergelaufen und dann hatten wir das, glaube ich, gefunden. Hey, irgendwo ging es hier noch weiter. Wo war denn der Feuer, dieser Dämon, den du platt gemacht hattest? Der war vor dem. Ja, das war hinter der Balliste dann, ne? Nee, genau, da meine ich. Da war doch noch der andere unten, als wir die Leiter runter sind. Der andere, ja. Ja, genau. Ja, ging's da weiter? Kann schon sein, ja. Guck mal eben da. Oder war das der Eingang? Ja, gingst du die Treppe runter, dann war der da. Und da kann schon sein, dass da noch ein Weg irgendwie hinten weiterging. Ja, ging's auch. Und ich meine, da sind wir aber lang gelaufen. Kam da nicht so ein See oder sowas? Da war. Das war hier die Leiterrunde und dann da waren diese Typen. Ja, wir schauen uns das mal an. Diese weißt du noch, da war dieser Ninja. Auf den du immer keinen Bock hattest. Das war. Hallo? Hohe Anforderungen. Komm noch mal ein Stück näher.
Der Feine, ja. Genau, hier war das und dann da, ne? Aber ich meine, den Weg sind wir gegangen. Dann gehen wir nochmal. Man geht ja nie denselben Weg zweimal. Nein, man, selbst wenn es derselbe Weg ist, man geht ihn anders. Ja. Und hier liegt auch noch ein Item rum. Sich selber was wir damals einfach. Was aber nicht heißt, dass ich da nicht war. Eine große ist die große, da nicht, also können wir direkt. Oh, wenn die wüssten, was wir für einen krassen Bogen haben. Jetzt kommt hier gleich dieser Ninja, meine ich. Achso, guck mal, lustig, da hätten wir auch einfach hingehen können. Der hat netterweise gewartet. Das ist ganz nett eigentlich, ne? Wie die sich so Zeit lassen. Ach, da hat jeder drei Leben, oder wie? Und dann ja, kennst du noch das letzte Einhorn? Den Film? Wo immer, hä, warte mal. Wo dieses Skelett oben auf diesem war das eine Uhr? Dieser Standuhr war und dann hat die immer Wein gesoffen und der Wein ist aber immer durch ihn durchgelaufen, aber er, das war ein rein psychologisches Ding, ja. Er wollte immer diesen Wein haben und der hat auch mal so geklappert und das erinnert mich immer an den Typen. So, hier sind wir, das haben wir glaube ich alles gemacht. Und hier haben wir noch. Du hast ja. Recht, fehlender See. Ja, ja, ja. Ah, und da war die Balliste. Da war die Balliste. Ah, das hängt alles miteinander zusammen. Genau, da war die Balliste. Okay, das haben wir gemacht. Aber da irgendwie so ein Krabbensalat oder so, gibt's da unten noch einen weiteren Weg irgendwo rein, wo die Krabben waren oder so? Da hinten? Rechte Handregel? Da gab's ja noch dieses, das war dieses Gebiet, wo nichts war, wo wir uns doch gewundert hatten. Da hinten. Genau. Da oben bei der. Ja, und hier. Bei Lesto. Du meinst dann hier irgendwo, ne? Da sind auf jeden Fall noch Krabben. Was ist das? Vielleicht haben die eine Puppe dabei oder so. Ja, kennt man. Es sagt ja niemand, dass es eine Menschenpuppe sein muss. Es gibt ja auch kleine Krabben. Ja, das kann wirklich sein. Oh Gott, ey, aber das sind ganz schön viele. Da oben waren wir, ne? Ja, ja, da sind die Ruinen. Da. Müsste ja wenn dann hier unten sein, ne? Da hinten irgendwo. Ach Gott, sind das viele Krabben. Kann man hier so ein bisschen Stealth? Ich laufe mal hin. Ja, die werden hier irgendwas bewachen, oder? Die sehen ja nicht zum Spaß da. Ich hier eine Sackgasse leiten lassen. Nee. Da hinten ist noch ein Item. Hol ich mal. Geht's da weiter? Nee. Alter, wie ich doch. Ich bin noch extra. Alter, die haben aber auch eine präzise... Knife-Werkzeug, ja. Scheiße. Man denkt immer, das sind so grobschlächtige Werkzeuge, aber die können eigentlich richtig... ganz fein. Okay. Oh, ich bin noch... Ich fürchte, dass wir hier schon waren. Die sind aber auch echt immer sehr, sehr wütend, finde ich, diese Krabben. Und ich finde... Sie sollten sich bedanken, dass wir die Balliste beendet haben. Halt echt. Sie sind jetzt frei. Die checken das gar nicht. In ihrem Kopf sind sie immer noch gefangen. Ja, aber manche Wesen können Freiheit nicht ertragen. Ja. Die leben, die wünschen sich die Ketten zurück, wenn man sie ihnen abnimmt. So ist das nun mal. Aber der Typ, ne? Der hat wirklich auch andere Probleme. Der checkt gar nicht. Was der nicht checkt, ist, dass er schon über das Gebiet hinaus ist. Ja. Normalerweise durfte er hier nie hin, sein ganzes Leben nicht. Und in seiner Wut checkt er gar nicht. Dass er da, wo er jetzt steht, hat ihn die Balliste schon platt gemacht. Und seit er ein kleines Krustentier ist, hat seine Mama ihm gesagt, geh nicht über diesen Punkt hinaus. Egal, hier ist es jedenfalls nicht. Hier ist es nicht, hier ist es nicht, hier ist es nicht. Lass ich mal kurz überlegen. Wo sind wir noch, was haben wir noch verpasst? Vorzimmer des alter Dämonenkönig. Das war das, wo wir das letzte Mal so lange waren. Vorzimmer. Das ist die Gruft. Oh, meine Küche. Wollen hier. Lange her. War das denn?
Ja, ist noch recht wenig, aber du hast ja gesagt, das heißt nichts. Wo ist noch recht wenig? Hier. Ja, das kann theoretisch auch sein, dass es da weitergeht, ehrlich gesagt. Haben wir da alles gemacht? Das war Senkengrube. Vielleicht müssen wir doch in dem Gebiet noch weiterkommen. Warte mal. Senkengrube. Da hatten wir den einen Boss, diesen Baum. Das war der Baumboss, ne? Und dann war doch noch dieser Fahrstuhl. Das ist mal eins davor, vielleicht eins davor. Ey, wenn man bei diesem Fahrstuhl runterfährt, ne? Was war da? Wie komme ich zum Fahrstuhl? Mach mal da. Oder, ja, probieren wir das. Wo der Zwiebelritter war. Da war doch so ein Turm. Das ist ja schon ewig her. Ja, da war ein Turm. Und genau da und jetzt über die Brücke. Da, genau. Das ist die Ratte, genau. Also nicht da runterspringen, dann kannst du machen, aber das ist die Ratte. Also kannst du den. Das hast du immer so smart gemacht. Auf dem Weg damals zum Endboss. Und dann da runter, genau. Und dann hoch und dann kam da gleich dieser Hund bei der Leiter. Ach ja, was war denn das für ein Boss? Das war der Baum, oder? Ja, das war der Baum. Und da genau. Und wenn du da gerade ausläufst, dann kommen wir zu diesem Turm. Ja. Das sind die Chili-Köche. Und da sind wir nämlich doch. Da ist dieser andere Ritter. Genau, und da sind wir. Oh, hier ist auch noch ein Weg. Ach, was ist das denn? Warte mal, da waren wir immer drin zu dem Baummeister, ne? Nee, der Baummeister war links nach der. Hier ist der Aufzug. Genau, das meine ich. Und wir sind noch nicht nach unten gefahren. Oder zumindest sind wir da nicht weitergegangen. Guck mal, der hat jetzt keinen Bock mehr. Oder? Dann kommt noch. Ach, come on. Okay, drei Schläge. Ach, viel Schaden. Also, das ist cool. Also, der Raum, den du eben entdeckt hast, da waren wir wirklich noch nicht, glaube ich, diesen Höhleneingang. Und dann können wir nochmal. Ist ja lustig. Den haben wir nie gesehen, oder? Oder waren wir da? Lass sie von dieser Seite nicht öffnen. Okay, was ist da? Da sitzt eine Person. Okay, da kommt man auch irgendwie hin. Okay, dann lass uns mal den Fahrstuhl nach unten nehmen. Ne? So, wie war das noch mit diesem Fahrstuhl? Einmal rüber, dann fährt der rauf, glaube ich. Geh mal, und jetzt direkt wieder runterrollen. Genau, und jetzt, glaube ich, kommt nämlich noch ein zweiter. Ja, genau. Und jetzt da runterfahren. Eigentlich ein simples Rätsel, aber ganz schön gut gemacht eigentlich. Vielleicht sind wir da irgendwie. Da war da nicht so ein. Da war doch so ein komischer Gegner. Ja, mich dunkel, aber. Da geradeaus. Ja, aber hier waren wir. Da war so ein Typ, so ein komischer Typ. Ach, da kommen wir zu den Gargoyles. Ist auch ein Bonfire. Okay, das ist der. Und dann von den Gargoyles kamen wir in das Sumpfgebiet. Weißt du noch? Wo die. Ja. Genau. Das war im Sumpf. Ja. Herons Feste. Jetzt sind wir von hier rüber gekommen. Aber heißt es, dass es hier nichts mehr zu holen gibt in diesem Reiter? Nö, würde ich nicht sagen. Vielleicht in der. Warte, was gab's denn da noch? Alter Wolf und Farron. Ja, das war die Nummer, die ewig gedauert hat. Ah, was haben wir denn übersehen?
Also ja, links gibt's halt recht wenig da, also echt wenig Gebiete, aber das muss ja erstmal nichts heißen. Gab's da noch, warte mal, wenn wir, geh mal, also runter. Nochmal einen hoch. Da, gehen wir da nochmal hin. Hatten wir irgendwo noch einen Weg, den wir erstmal ignoriert haben, woanders lang gegangen sind? Und dann probieren wir nicht zu den Hunden, sondern da lang. Und dann probieren wir hier rechts. Nee, das ist noch nicht da, sondern. Nee, dann erst später, nach dem Haus rechts oder so, irgendwas. Ja, die kannst du mittlerweile mit einem Schlag machen. Das ist so geil, wenn man irgendwo zurückgeht. Da, guck mal, also ins Haus rein. Jetzt hast du auch so ein Rad. Dann wieder bei der Gang anschließen. Genau. Soll ich mal laufen? Ja. Einfach nur mal. Du bist der Erkundungsmeister und Kampfmeister. Ich bin. Was bist du denn? Ich bin der emotionale Sidekick, der am Ende stirbt, damit du auch einen emotionalen Charakter haben kannst. Ja, okay. Ich bin nur Plot-Device. Ich bin. Dunkel hier. Bin nur eine Funktion in einem Drehbuch. Für mich wirst du immer mehr sein als das. So, warte mal hier. Sind jetzt auch wieder diese komischen Typen. Müssen wir mal eben kurz nochmal ausräuchern. Schnipp! Wo ist der andere? Da. Schnapp. Noch irgendwer? Oh, da oben, guck mal. Schnapp. Schnapp. Schnipp, schnapp und schnapp. So, aber mit dem wollte ich mich nicht aufhalten. So, genau, da. Da über die Brücke. Genau, das hatte ich im Sinn. Hier war nämlich noch irgendwas, genau. Wir sind nämlich immer da hinten irgendwo lang gegangen. Kann das sein? Ja. Dass wir hier diesen Weg nicht genommen hatten? Oder waren wir hier auch? Nee, wenn man es nicht direkt macht. Er ist ziemlich offensichtlich, aber das heißt für uns, glaube ich, nichts. Weil wir sind manchmal so auf ein Ziel fokussiert, dass wir alles andere aus den Augen verlieren. Ja, so ist es. Das ist halt der Fluch des Ehrgeizes. Wir waren hier auf jeden Fall einmal, aber ich weiß nicht, ob wir den Weg zu Ende gegangen sind. Oh, gibt's hier ein untoten Pferd? Das sind ja Stall. Super. Oh, Leiche. Abfall. Die haben nicht. Perfekt. Ist da eine Puppe drin? Das will. Ah, ja. Oh, der kann ja richtig was ab. Ach ja, das waren die Knoblauch-Knobolde. Oh, warte mal. Waren wir so jung, als wir da hier gespielt haben? Weißt du noch? Ey, da waren wir so jung, das war 2021. Wahnsinn. Aber guck Wahnsinn. Mal. Wahnsinn. Ist der da gerade runtergefallen? Das? Freund, aber das ist der Weg, den ich gerade gelaufen bin mit den Chili-Köchen. Genau. Aber, und ich meine, sind wir nicht da oben lang gelaufen, diesen Weg? Durch das. Du, das kann alles sein. Vorbei? Ja, das kann schon alles sein. Und die Frage ist, ob es da. Oh, aber hier gibt's die Explosionsfässer. Aus irgendeinem Grund überlebt. Wow, das ist einmal haben wir geskillt Vitalität, ja. Und deswegen haben wir jetzt überlebt. Aber da hinten sind auch noch Items und so. Also das haben wir uns natürlich wahrscheinlich nicht geholt, weil die Typen uns beworfen haben. Davon haben wir uns entmutigen lassen? Nein. Aber auf jeden Fall haben wir das Item da nicht geholt. Niemand will dein Chili essen. Niemand. Ich hab hier die ganze Zeit gekocht. Ich will jetzt hier gar nicht, ich will nur gucken, ob das hier richtig ist. Ich will jetzt hier gar nicht mich lange aufhalten. Das können wir immer noch. Nicht, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde gucke und dann fällt uns gleich auf, weil doch, hier waren wir schon. Ich will einmal nur ein bisschen Meter machen. Genau, das ist. Okay, das ist da, wo die Pfeile einschlugen und das ist da hinten die Treppe, wo es zu diesem Endboss ging. Ist das jetzt hier dann eine Sackgasse? Mist. Oder geht's hier noch irgendwo weiter? Da ging gar nichts weiter da unten?
Nee. Das kann doch nicht sein. Ja, da kann man einfach nur... Das ist auch gemein, dass es Sackgassen gibt, ne? Da ja. Man immer wieder. Aber wenn du da runterpurzelst? Ja, dann sind wir da, wo wir immer waren. Geht's hier noch weiter? Weißt du was, man kann die ja auch abschießen. Dann können wir mal in Ruhe gucken da. Pass auf. Oh, jetzt kommt der geupgradete Bogen. Jetzt werdet ihr mal sehen, wie Fernkampf funktionieren kann. Aber bis hier kommst du nicht, oder? So viele Splitter sind da drin in dem Bogen. Jetzt guck mal, wie Nils cheesen kann. Jetzt kommen seine Käsespicker. Bap! Wow. Können wir Wahnsinn. Gleich in Ruhe hier gucken. Alter, das ist zu short. Meinst du, wenn man auf den Kopf trifft? Ist es One-Shot? Ist auch okay. Okay, jetzt können wir in Ruhe hier gucken. Holen wir erstmal das Item. Oh, guck mal, der wurde da. Igitt, was ist das denn? Was ist das denn für eine. Ist das so eine Streckbank oder so? Hä? Das ist auf jeden Fall eine Foltermethode, aber. Die drücken da so oben drauf, oder was? Jesus. Aber warum denn diese drei Löcher da drin? Ja, das ist so ein Pranger, so ein klassischer. Ja, aber oder? Was für Riesenköpfe muss man haben? Ein Riesenhals. Wir hatten die Menschen kleine Körper, aber große Köpfe. Aber geradeaus geht's doch jetzt weiter. Oder? Guck mal, hier ist eine Treppe. Hier geht's doch runter. Hier waren wir doch noch nicht. Ah, hier ist auch Sack. Ja, aber nur der einsame Angler. Scheiße. Es sei denn, du setzt zu einem wagemutigen Satz an. Feuerklonrik. Nee, da waren wir auch schon. Guck mal, da ist ein Glitzerhund. Den haben wir uns nicht geholt. Siehst du den? Ja. Da ganz hinten, so ein Salamander. Aber das ist, da waren wir tausendmal. Da geht's, da ist dieser Torbogen. Ach ja, Gott, das war wieder der große Bogenschütze da oben, ne, der geschossen hat. Da ist die Brücke. Ah, das hat sich tief eingebrannt in mein Gedächtnis. Da sind wir dann lang. Okay, gut, jetzt haben wir zumindest einen Feuerring. Der bringt wahrscheinlich Feuerschutz. Erhöht den Feuerschaden, solange er anhält. Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Okay, das. Wobei, warte mal. Geh noch mal auf den anderen Ring. Welchen? Den? Ach, andauert. Ich dachte, anhält im Sinne von, wenn man stehen bleibt. Ach. Dieser. Es ist ein deutscher Satz, der keinen Sinn machen will. Nee, das muss man mal. Erhöht den Angriff, solange er andauert. Je länger er andauert. Okay, aber solange er andauert. Kommt man da oben rauf, wo die Typen waren, oder muss man die mit Pfeil und Bogen machen? Okay, jetzt bin ich aber auch. Wo bist du denn noch her? Der Blasrohr? Ja! Yeah. Ist überall. Check's gerade nicht. Aber dann war's das vielleicht wirklich, dann gibt's hier vielleicht einfach nicht mehr. Warte mal, da unten. Sind wir da, sind wir auch schon lang gelaufen, oder? Oder kann man sich hier nur so droppen lassen? Kann man nur von hier kommen? Nee, da geht's gleich runter, da waren wir auch schon. Aber kann schon sein. Ich wüsste jetzt nicht, wo das hinführt. Aber das heißt nichts. Das müsste man hier runter, dann rechts. Da waren wir wahrscheinlich auch schon. Und hier rechts dann, oder? Nee, warte mal. Das ist eine andere Ebene, oder? Denn dahin? Da muss ich von der Seite runter. Oder wie, oder was? Aha. Hier haben wir auch noch nicht, weil hier noch ein Item ist. Lol. Yes! Endlich! Der krasseste Bogen aller Zeiten. Das hat sich richtig gelohnt. Was ist hier? Ah, noch ein Bonfire! Guck mal! Neues? Ja! Okay. Und jetzt aber jetzt hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Nie so. Weiß ich nicht. Oh, bitte weiter? Lass es da weitergehen. Auf dem Dach? Haus? Ah, da geht's nach oben, wo die Typen waren. Okay, da oben geht's zu den Typen und hier geht's sind wir auf dem Hausdach.
Okay. Aber das ist doch hier alles, wo soll es hier noch hingehen? Wir haben ja überall. Das ist nur so ein. Hier ist halt noch. Ja, Arbeiterhose, das ist mir wichtig. Das waren die Typen, die uns beschmissen haben. Ach, was ist das denn? Wer ist das denn? Aha, unkindled, are we? Hast du Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. Ah. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Okay, gibt's nur den Typen. Learn some pyromancies from this old man? Kein Mensch will Pyromantie lernen. Most wise. A chance encounter should not reiterate. I am Cornix. The pleasure is mine. Ja. Wow. Okay, der konnte da jederzeit raus, oder was? Oder? Handaxt. Ja, guck mal, hier ist jetzt auch Sensen. Aber lustig, wir haben noch was gefunden. Das gefällt mir, dass wir noch was gefunden haben. Ja, auf jeden Fall. Aber hier ist jetzt auch Schluss. Aber dieses Bonfire ist ein bisschen. Na gut, ich meine, na. Siehst du noch irgendwas? Nee, das ist der Weg mit dem Bogen. Da oben vielleicht lang. Da oben. Das können wir noch mal machen. Pass auf, wir gehen noch einmal zurück. Eine Sache gucke ich noch mal an. Ich habe noch ein, zwei verzweifelte. Nee, warte mal. Super. Ein, zwei verzweifelte Super. Ideen. Das sind mehr als ich. Das erste, was wir probieren, ist. Wo war nochmal das Bonfire? Wo war das noch? War das hier unten? Nee, warte mal. Wo war das Bonfire, das neue? Ich glaube, das war jetzt den Weg entlang, oder? Also das Dachgiebel entlang. Dach. Ich kenne mich mit Architektur nicht gut genug aus, hier? Um zu sagen, wo. Wo es ist. Ja, hier war das, genau. Okay. Vielleicht, aber immerhin haben wir eins gefunden. Das macht mich stolz. Jetzt wird auch aufgefüllt. Cliff-Unterseite. Und zwar hier, pass auf, da laufe ich jetzt einmal lang und suche. Und das zweite wäre vielleicht im Turm ganz oben. Und zwar hier waren immer die Pfeile und da konnten wir uns nämlich nicht richtig umgucken. Falls du dich erinnerst. Ja. Ja, sehr gut. Den kann man nicht backstabben, den Typ. Nee, der hat hier so einen riesigen Planke auf dem Rücken. Ja, das macht schon Sinn. So, und hier waren immer die Pfeile. Und da haben wir uns nie in Ruhe umgeguckt. Achso, ich dachte, okay. Nein! Oh, nee, aber der schießt nicht auf uns. Der schießt nur auf die Arschlöcher, hoffe ich doch. Wehe. Ich gehe davon aus, uns lässt er in Ruhe. Wir sind doch Buddies. Die kannst du gerne dir holen. Ja, das hast du gut gemacht. Tatsächlich. Ja, aber wir nehmen nicht mal Schaden, oder was? Er zeigt uns den. Ah. So, hier oben. Guck mal, da liegen nämlich auch noch Items. Die haben wir alle nicht geholt. Oh, der Weg ist aber echt gut. Da ist noch ein Item. Oh, für den Schmied, ne? Oder? Oder für die Olsch. Oh, hier ist auch eine Sacke. Was? Wo kommst du denn her? Hier geht's auch nicht auf. Ah, hier ist Mister. Hier geht's auch nicht weiter. Ah, ich weiß ja, da haben wir versucht rüber zu hüpfen, oder was war das? Ähm.
Nee, da geht's zum Endboss. Das ist es auch nicht. Da haben wir versucht zu hüpfen, das haben wir irgendwie nicht geschissen bekommen, ne? Es ist ein Weg gepflastert von Scheitern. Ja. Es ist einfach überall, wo man hinkommt. Ach ja, da haben wir hier versagt. Ne, stimmt, da haben wir da versagt. Da kommt man auch irgendwie hin. Übers Dach oder whatever. Muss ja auch irgendwie hinkommen. Okay, Florentin, das war's auch nicht. Wenn man hier rüber geht vielleicht? Das hatten wir doch auch schon mal probiert. Keine Ahnung. Also das ist es auch nicht. Dann hätte ich noch eine Idee, vielleicht doch noch mal bei dem Turm. Scheiße, was ist der kürzeste Weg? Zurück oder da lang und dann rechts würde auch gehen, oder? Ich laufe da einfach mal ganz schnell hin. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich laufe da mal hin, wo ich dachte, wir fahren noch mal den Turm hoch und gucken da mal. Haben wir hier mal geguckt, ob es hier eine Wand ist? Während wir uns orientieren, machen wir eine ganz kurze Pause. Dann sind wir sofort wieder da mit mehr Laufen und Suchen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu KHS Knallhart gesucht mit Nils Bibbidi-Babbidi-Bohmhoff, der hier gerade auf dem Weg ist zu neuen Gefilden, die wir noch nicht erkundet haben, was schwer ist, denn wir haben schon so viel von dieser Welt gesehen, dass ein Neuentdecken schier unmöglich scheint. Aber wenn es jemand schafft, dann er. Nils B. Nils B. Kann der uns nicht mal helfen? Mir? Willst du dich nicht mal einfach beteiligen? Also. Vielleicht fahren wir hier nochmal nach oben, aber war da nur der Typ? Wir hatten doch. Tschüss. So, wir fahren einmal noch nach oben, dann gab es hier doch noch diesen Zwischenstock. Weißt du noch? Ja, mit dem Zwiebelmann. Genau, da war irgendwo noch so ein Zwischenstock, genau. Und dann kamen wir da ja auch nicht mehr raus. Und hier war wahrscheinlich einfach nur der Riese. Ne? Hier ging es nicht weiter, glaube ich. Hier war nur der Riese. Hi, Buddy. Genau, hier ging es nicht weiter. Wir sind noch einmal noch in diesen Turm gesprungen. Das war auf der anderen Geschichte. Ja, okay, hier. Nee. Nee, nee, nee. Was ist denn? Ich meine, das war hier so eine Art Sackgasse auch, oder? Okay, dumm. Ich bin einfach zu früh. Willst du rumlaufen? Nee, ganz gerne. Such du lieber. Weil jetzt geht es ja eher so ums Suchen. Sobald ich habe großen Respekt vor deiner Orientierungsgabe. Ja, ich weiß nicht, ob das zurecht ist. Weil da, warte mal, das war diese Zwischenetage und da war dieser Feuerdämon. Und. Das war eine Sackgasse. Die Zwischenetage war doch der Zwiebelritter, ne? Der saß da und dann. Kamen wir dann woanders hin und dann haben wir uns dieses Dorf gemeinsam erschlossen. Zurück ja. In den Sumpf oder was? Hier waren auch noch viele Sachen. Das ist der Giftsumpf, ne? Nee, das ist. Oder? Nee, das ist da, wo diese Wikinger waren und die Ruinen. Also hier sind wir auch noch so. Da gibt es auch noch viele Sachen. Da gibt es zum Beispiel, was ist das, ein Item da hinten noch? Das sind immer, finde ich, gute, ja. Gute Indikatoren, wenn irgendwo noch Items rumliegen, dass man noch nicht überall war. Deswegen willst du die auch immer einsammeln. Zunächst nicht, weil du materialistisch bist, sondern weil du den Weg markieren möchtest. Ja, genau. Ach Gott, die Zahnstocherbrüder, das war ja ganz da am Anfang. Gott, ey. Alter, was? Ich hab erstmal mitbekommen, dass die sich hier wehren. Ich bin nur auf der Suche, ehrlich gesagt. Oh, ich will euch nichts tun, ich will nur gucken. Wobei es auch befriedigend ist, die einfach nur zu hauen. Ja, wie diese Pilze, wo dann so eine kleine Wolke rauskommt, ne, wo man einfach drauf treten will. Scheiß mal auf die Typen. Okay, also da sind. Ich habe
das Gefühl, hier war auch noch nicht alles erkundet damals. Da waren diese Ruinen, genau. Mann, jetzt bleib mal locker, ich bin auf der Suche, ich will gar nichts von dir. Hier waren die Wikinger. Ne, also der eine hat mich mal bis hierhin verfolgt. Oh, Klappe. Klappe zu, du hast ein Item. Blut. Kommt hier nicht rein, das ist völlig wahnsinnig, dass er hier nicht reinkommt. Okay, warum ist hier Sackgasse? Also haust du mal ab, bitte? Ich will nichts von dir, ich will einfach nur durch. Kein Interesse, mich mit dir zu schlagen. Ja, wenn der denn der nicht durchpasst, das macht ihn natürlich wütend, ne? Ist das nicht bei Hummern so, dass die ihr Leben lang wachsen und so und irgendwann kommen die nicht mehr in ihr eigenes Haus rein? Das ist ein Riesenproblem. Ja, die müssen sich ständig dann neue Sachen suchen, ne? Das ist tatsächlich... Ja. Und dann, durch die Immobilienpreise für Hummer natürlich auch maximal überzogen, ne? Weil die Hummermakler wissen natürlich, was es ja, ist. Ja, ja, ja. Die Makrelenmakler wissen natürlich, oh ja, der braucht bald wieder eine neue Wohnung. Schönen Preis hoch. Ja, die lassen das, ja, auf jeden Fall. Die lassen sich das schön vergolden, ne? Wissen wir ja, wie die ticken. Oh, warte mal, hier ging's. Da kam jetzt dieser Wolf irgendwann, ne? Oder? Ja, ja, ja. War das hier nicht mit diesem Wolf? Ja, das war hier irgendwo. Wo du mir das erklärt hast mit diesen Covenants und dann. Ah, hier war das kaputte Tor, genau. Da ging es nicht rein, da waren wir auch schon. Also. Warte mal. Aber ich meine, hier waren noch auch Sachen, wo wir nicht. Genau, da waren es runter, genau, mit diesen. Da war, glaube ich, direkt ein Bonfire und da ging es dann in den Sumpf. Genau, darunter ging es in den Sumpf. Kann das sein? Ja. Dings runter und mich ist das Sumpf. Auch schon ein Sumpf, aber okay. Nee, aber Giftsumpf meine ich. Ja, ja, Giftsumpf. Okay. Und vielleicht haben wir sind da nämlich direkt runter in den Giftsumpf. Vielleicht gibt es hier noch was. Ja, kann sein. In dieser Ecke. Warte mal, ich gehe mal. Entweder hier rechts irgendwo hinter diesem Gemäuer oder in diese Richtung. Ja, das Gemäuer sieht nicht schlecht aus. Da gab es Items zumindest, aber halt auch wieder diese versteckten. Oh, da hinten sind auch noch Items. Da hinten, siehst du? Kann aber hinlaufen. Ah. Oh, der hat aber auch eine Wahrnehmung, der Typ, ne? Also, dem entgeht nix. Ja, im Wasser spiegelt sich alles, ne? Der kann dann auch nach hinten sehen. Ah, stimmt, ja. Oh, irgendein Foliant. Das ist wie bei Kill Bill, wo die so im Schwert nach hinten schauen kann. Oh, hier ist wieder dick. Oh, er kann natürlich hier super laufen. Ich hingegen. Und hier ist der Eingang, genau. Ja, ja, hier ist der Eingang zu diesem. Immer steht da so ein Depp mit seinem Kreuz im Weg, ey, wirklich. Und hier, genau, da ging's links zu diesem Schwarzritter, den du platt gemacht hattest. Aber das, ja, war, eine auch. Das war eine Sackgasse, oder? Da hattest du doch geguckt. Gab's da nicht diesen Kristallfrostwolf ja, noch? Ja, genau, der war hier auch. Und dann war das aber eine Sackgasse, da hatten wir doch geguckt. Oder? Da waren wir auf jeden Fall. Was wir da gefunden haben, weiß ich nicht. Ich meine, da hatten wir geguckt. Dann gucken wir mal in eine andere Richtung. Ich finde, dieses Gemäuer sah nicht schlecht aus. Das da hinten rechts, ne? Ja. Ja. Oh Gott, komm ich hier nicht weiter? Oh Mann, ich will doch hier rein. Ich will mich nicht mit dir anlegen. Mann, jetzt nimm doch mal meine Friedenshand an. Ich bin nur auf der Suche. Von da oben kamen wir. Wir gehen mal hier weiter. Oh Gott, jetzt komme ich wieder in so eine Situation, dass mir so Typen die Reise vermiesen. Solche Spießer. Im wahrsten Sinne, ja. So. Okay, hier lang. Genau, hier. Gucken wir jetzt nochmal. Okay, also. Warte. Ja, sehr gut. Immer unterlaufen. Nah an die ran. Können Sie den Vorteil der langen Waffe nicht ausspielen? Ja. Nils weiß einfach, wie man damit umzugehen hat. Aber das kommt mir auch alles bekannt vor, um ganz ehrlich zu sein. Ja, hier ist auch nochmal so ein, da hinten genau, da ist nochmal so ein. Aber es ist schon geil, wenn man zu überlegen ist, so mächtig ist. Die machen immer noch gut Schaden, ne? Also das verändert sich nicht viel, aber wenn man gradet ja seine Rüstung nicht ab, nur die Waffe.
Also man findet neue Rüstung, aber. Oh, warte mal. Ja, ja, daran erinnere ich mich auch. Blitzpfeile? Ein Zauberer. Also. Hier waren wir auch schon, Florentin. Ja, es ist. Da links. Hier war da nicht so ein Pyromant auch oder irgendwas, was gut war für Pyromancy? Oder ich fange Zauber? Langsam an, Pyromanten zu verachten, weil immer wenn man denkt, irgendwas Cooles kommt, dann kommt so ein Pyromantenzauber. Also am Anfang dieses Let's Plays hatte ich überhaupt nichts gegen Pyromanten, auch privat nicht. Aber mittlerweile, boah, ich kann's nicht mehr hören. Ey. Wollt ihr einen neuen Zauber lernen? Nein! Oh, der Sombrero-Zauberer! Hat der lebt noch? Willst du mich verarschen? Was ist hier? Was ist in diesem Weg? Ja? Das ist neu? Das ist neu? Nein, was ist das? Kristallweiser! Ich will keinen Boss jetzt! Yes, natürlich willst du einen Boss! Nein, aber der Weg ist doch voll weit! What? Auf! Haha, yes! Auf! Wir haben was Neues! Aber ich hatte keine Leuchten. Au! 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 Okay. Ah! Was? Da sind zwei. Welche ist die richtige? Oh nein! Aber wir haben was gefunden! Aber wir haben was gefunden, okay. Wir haben was gefunden. Okay, okay. Nie im Leben finde ich den. Doch, ich weiß, wo es lang geht. Gut. Das wird ein langer Weg. Ist das wirklich der nächste? Weiß ich nicht, aber du hast ja gesehen. Aber wir haben was gesehen, wo es weitergehen kann. Nee, da lang. Ja, und dann da ist so ein Loch in der Wand. Nicht das, sondern links oder so. Warte mal. Nee. Nee, nicht darunter, nicht darunter, nicht darunter, ganz ruhig. Nee, 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 du bist falsch. Geh mal zurück, stopp, 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 stopp. Zurück und dann rechts, an der Wand lang. Und da war doch noch so ein Loch. Da, da. Naja. Jetzt kannst du durchrennen. Und dann irgendwann links. Ja, geht eigentlich, oder? Ja, geht. Und dann geradeaus und dann irgendwann links. Da sind wir wahrscheinlich das letzte Mal dann. Links. Nee, noch ein Stück, noch ein Stück. Ach, da, geradeaus. Ja. Ja, es geht. Ist nicht so schlimm. Aber weißt du, was sich jetzt lohnen könnte? Die Blitzresistenzkraut, das wir haben. Ich weiß gar nicht, ob das Blitz ist, was sie da macht, ehrlich gesagt. Blitz ist eigentlich so gelb. Oh, vielleicht ist das eher Magie, oder? Ich würde sagen, das ist Magie. Da muss man nur durch. Ja, die sind auch nicht, die haben auch keinen Schaden gemacht, die Dinger. Ich glaube, die kannst du ignorieren.
Aber diese... Yes. Diese Schneeflocken, da weiß ich nicht, was man dagegen machen kann. Du hast sie auch gleich. Lass sie nicht... gleich haut sie wieder ab. Gib mir noch mal ein paar Schläge, dann hast du sie jetzt schon. Ah, shit, schade. Falsche Hexe. Ach so. Drei immer, nur eine ist die richtige. Ah, und je mehr Kristalle man zerstört, desto weniger Illusionen erscheinen, oder wie? Aber die hast, jetzt hast du sie noch zwei Schläge oder so, drei, dann hast du sie. Das ist die falsche! Ich hätte gedacht, es gibt nur drei. Ich glaube, es ist so viele, wie du Kristalle nicht zerstört hast. Okay. Könnte ich mir jetzt vorschalten. Ja, das war's. Oh, noch einen, noch einen. Jetzt yes, nice. Ein Experte. Sehr gut. Ja, cool. Seele eines Kristallweisen. Okay, ja, mega. Das heißt, da geht's jetzt auch weiter. Guck erstmal vielleicht noch mal ein bisschen in der Boss-Area, was hier noch so rumliegt. Ja, was war das jetzt genau? Das war lila Eis, oder was? Du, also für mich sah es nach Magie aus, aber ich... Ja, das ist, also Nils, bitte, für jemanden, der schon so lange in Fantasy-Welten lebt, Kristallmagie. Magie an sich, das ist zu allgemein. Ja, dann durch eine... Welche Art von Magie? Kristallmagie, lila Kristallmagie. Gut. Würde ich sagen, sind eine lila Kristallmagie. Was ist ein lila Kristall? Lila Kristall ist, wenn Comedian die Luft anhält. Okay, wow. 12.500, sollen wir uns dafür einen neuen Bogen kaufen, oder? Ja, ach, der Bogen ist doch okay, ist ein lang, ganz normaler Langbogen. Also, ach, du meinst ein Upgrade. Jetzt geht's hier weiter. Aber jetzt haben wir einen Weg gefunden, oder? Ja, wir haben einen Weg gefunden. Das ist doch das einzig Geile. Der trägt irgendwas auf I. Funkeltitanin. Ist es die nächstbessere... Das ist... Schose? Wir brauchen, für das Katana brauchen wir was anderes, aber das ist dann für eine andere Waffe. Für das Katana brauchen wir Brocken oder irgendwas anderes. Ja, Brocken, ja. Ah. Frage ist, was kommt nach dem Brocken? Zugspitze. Ah, die Bienendame. Ich habe keinen Respekt vor diesem Gegner, deswegen wird er mich töten vielleicht. Ja, das ist immer, das ist der Verlust von Respekt, ist immer der Tod. Ich bin ehrlich gesagt richtig happy, dass wir den Weg gefunden haben, weil... Jetzt geht's endlich weiter. Besonders viele Ideen hatte ich auch nicht mehr. Und wir haben schon einen Boss gelegt heute, damit ist das Pensum erfüllt. Schon jetzt eine Progress-Folge. Ja. Nicht diese verdammten Füller-Folgen. Nee, widerlich. Noch ein Bonfeuer! Ah, hier geht doch weiter. Das ist jetzt schon das dritte Bonfeuer, was wir jetzt in dieser Folge gefunden haben. Eine Drei-Feuer-Folge. Soll ich mal rasten? Klar, natürlich. Wenn es hier weitergeht? Ja, ist ja ein neues Gebiet. Achso, wenn du schon... Ja, theoretisch können wir auch ein Level holen, ne? Müsste reichen, 13.000 reicht. Können wir ein Level machen. Nach Hause bringen. Die Schose. Und was haben wir von dem Boss bekommen? Kannst du gucken gleich. Warte mal, was ist das jetzt? Feuerschrein. Das ist, also Kathedrale des Abgrunds ist ein ganz neuer Reiter. Ganz neues Gebiet. Geil. Mit einer Puppe am Ende? Ich hoffe es. Nicht so schlecht. Ich finde, das haben wir prima gelöst. Ja, gut gemacht. Ja, dann erstmal ein Level und dann kann ich meine Blitzresistenz erhöhen? Du hast immer so eine Sache, die dir irgendwie dann irgendwann was wert ist und man weiß gar nicht so genau, warum. Ja, mach mal. Ich bin für Kondition. Oder Vita. Ja, Vita. Mach Vita. Na gut. Und dann, wir haben noch so eine Glut oder sowas eingesammelt. Oder Asche. Asche. Asche war am nee, entweder nee. Schmied oder Frau. Eins von beidem. Schmied oder alte Dame. Aber, ach so. Red mal mit der alten Dame da rechts. Nicht mit der, sondern Richtung Schmied. Ja, und da rechts sitzt die Dame. Guck mal, ob man der die geben kann. Ja, Schattenasche geben. Ah, wir haben sogar noch zwei. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content. Oh, wir haben neue Waren freigeschaltet. Eine Puppe vielleicht. Oh, vielleicht eine Puppe. Dann die andere auch noch. Schattenasche noch hergeben. Jetzt können wir neue Sachen kaufen. Wir können Titanitscherben kaufen? Kleine aber nur. Davon haben wir ja genug.
Was ist das für eine Puppe da? Ah, das ist ein Talisman. Sah gerade aus wie eine Puppe. Mal so neue Rüstung kaufen, wäre das mal was? Klar, wenn es Sinn macht. Aber nur, wenn es Sinn macht. Man kriegt natürlich auch viel Rüstung immer irgendwie. Na gut. Du kannst eh noch ihr noch eine geben, dann gibt sie wieder neue Sachen. Eine Anzeige, was neu ist, jetzt wäre nice, ne? So mit zu neu. Extra dumme, wie uns. Warte, die hat schon viel Kram, ey. Grabschlüssel? Schlüssel zur Tür der Kanalisation der Untotensiedlung. Mal mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da habe ich zwei Ideen zu. Und zwar entweder, das ist der Schlüssel. Weißt du noch, wo wir eben waren, vor dem Turm mit dem Fahrstuhl? Ja. Links, hinter, also direkt hinter diesem NPC, der da sitzt, der faule Sack. Ja. Da war eine Dingsbums. Genau, da wo der NSC dann war. Ja, dann lass uns da direkt hingehen. Und dann noch bei den Ratten. Lass das machen, sonst vergessen wir das. Ja, aber genau, dann machen wir das. Untotensiedlung. Ja. Untotensiedlung und dann. Ja. Abbruchreife Brücke. Ja. Und geht da rechts und dann an den Chili-Meistern vorbei. Genau, okay. Aber bevor du da weiterläufst, guck mal direkt bei der Brücke rechts, wo, unten in der Kanalisation, wo die Ratten sind. Da war nämlich auch noch irgendeine Tür. Hier? Ja, da bist du schon richtig. Du musst da eh lang. Und jetzt da unten, da mal die Ratten platt machen. Und da ist auch noch was gewesen. Genau, irgendwo da rechts. Guck mal, da. Ja, genau, irgendwo eine dieser Türen. Ja. Mensch, Nils, du bist aber einer. Unfassbar. Aber war der das jetzt? Grabschlüssel, glaube ich, war der, den wir gerade gekauft haben. Ja, hieß der so? Hieß der Grabschlüssel? Also, ich müsste jetzt zugeben, dass ich mir nicht 60 Sekunden lang etwas merken kann. Aber ich glaube, Grabschlüssel okay. War der Name, ja. Item. Lendentuch. Okay, das ist aber stark. Oh, wir. Vergebung erbitten, Läuterung. Vergebung oder Läuterung? Haben wir gesündigt? Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Läuterung? Eine Vergebung ist, man wird von der Sünde freigesprochen. Läuterung, man wird von irgendwas gereinigt, was man nicht selber verursacht hat. Oder geläutert ist man, wenn man. Aber. Ich dachte mal, geläutert ist, wenn man quasi ab. Wenn man selber von etwas Abkehr genommen hat. Sind wahrscheinlich verschiedene Schritte. Du bittest um Vergebung und dann kannst du mich läutern. So muss, in der Ecke vielleicht. Oder muss man sich selber läutern? Läutert man sich nicht vielleicht selber? Wenn du jetzt zum Beispiel, du bist jetzt Verschwörungstheoretiker, aber so richtig abgeschwurbelt. Ja. Und dann schwörst du dem allem ab. Mhm. Bist du dann geläutert? Kann man sich selber läutern, ist die Frage. Das ist die Frage, ja. Aber Vergebung bitten finde ich auch immer okay. Ich meine, wer ist bescheiden? Irgendwas haben wir gemacht. Labo ist bescheiden. Es wurde nicht gesündigt, siehst du? Guck mal, es wurde nicht gesündigt. Was mit Läuterung erbitten? Deine Fluchaufhebung kostet 4000. Aber warte mal, ist das nicht das gleiche wie Aushöhlungsumkehrung? Also wurden wir ausgehöhlt? Nee, oder? Wir haben doch. Ist es das, was wir gekauft haben bei diesem Typen? Ist es das gleiche? Also diese Extra-Level, die wir da gekauft haben, haben uns ja was gekostet. Lebenskraft. Ja. Oder was, unser Äußeres. Das kann schon sein, dass wir da ausgehöhlt wurden. Vielleicht ist es einfach nur das Gleiche, oder? Keine Ahnung. Wir haben eh nicht genug Geld. Wir haben eh nicht genug. Wir müssen noch ein paar Ratten töten, damit wir die Aushöhlung umgekehrt werden kann. Item. Hellebarde. Das ist ja noch richtig groß. Ich bin ja großer Freund der Hellebarde. Warum? Ich das ist eine vielseitige Waffe. Ich glaube, es ist eine Waffe, die nicht so wahnsinnig viel Skill erfordert. Also ich glaube, da wäre ich mit bedient. Weil man einfach nur pieksen kann, meinst du? Ja, oder halt einfach nur von Weitem und dann wedelt man damit rum irgendwie. Wir haben beide nicht den besten Tag. Ich visiere mittlerweile aus Protest nicht mehr an. Nee, finde ich gut. Oh, ist das Käse?
Steinkäse, ja. Ja, das ist Steinkäse. Oder nee, das sind Grabsteine. Nein, Steinkäse. Enormer Bedarf an Grabsteinen bei uns. Ja, das ist das hier ein komplett neues Gebiet oder was? Du, das hat 2000 Seelen gekostet. Ich hoffe doch, dass hier was geboten wird. Das ist aber richtig groß hier. Stark. Was hat der denn da am Kopf? So Baumgeschwür. Er auch. So ein Aha, jetzt werden die baumig. Aber es macht ja Sinn. Vielleicht sind wir irgendwo da, wo auch der Baum wächst. Da, guck mal, wir sind ja in der Nähe des Loches, in dem dieser Riesenbaum war. Vielleicht sind das hier schon so Ausläufer seiner Kraft. Und die wissen auch gar nicht, dass er gefallen ist. Ey, das ist hier ein komplett neues Gebiet, oder was? Das ist ein Dingswurm. Lindsteinsalamander. Hinterher, lass ihn nicht entkommen. Ja! Stark. Schwerer irgendwas. Okay. Was ist das? Ich habe. Eine Titanitscherbe. Oh, Alter! Hinter dir ist irgendwas ge. Oh, der ist hier runtergejumpt. Das ist ja nicht zu fassen. Der ist ja richtig gemein. Ich habe eine Idee, wo das ist. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Wo wir gerade sind. Das ist dieser Abgrund, wo die Brücke, über die wir immer gelaufen sind. Ah, ja, das kann gut sein. Mein Gott, ihr mit euren kleinen Titanitscherben, ey. Oder Scheiben. Ja, die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass jemand so spät hier hinkommt. Ich meine, der Schlüssel hat 1500 Seelen gekostet. Wir haben davor einen gekauft, der hat 20.000 gekostet. So, wenn du die ersten Mountainbike kaufst und dann eins mit Stützrädern. So, ja. Das ist so nicht gedacht. Nee, überhaupt nicht. Aber das haben wir daher? Nee. Nee, da kann man nicht her. Oh, da ist noch was. Noch ein Item. Und eine kleine Hässe. Das ist eine Säule. Warte. Boah, oh, Vorsicht, das sind richtig viele Ratten. Die staggern, also die. Wenn die dich umzingeln, dann ist. Ja, geil. Also, erinnerst du dich an meinen Rattentod? Ja, ja. Das waren jetzt 6 Ratten oder sowas. Ist nicht auch Eddie in einem. Ja, ja, bei Run seinem. Von ja, bei seinem DLDU 1. Ich schaue mir immer nur die Tiefpunkte an. Ist da nichts mehr? Also. Also das sind ja so Situationen, wenn da noch jetzt. Guck mal, da sind 2 Leitern. Siehst du? Guck mal, eine. Ja, aber über die bin ich gekommen. Ja, okay, perfekt. Ich dachte, das wäre nämlich jetzt die gleiche Leiter. Nee, dann ist ja gut. Ah, hier ist nur, da kommt man nur durch, wenn man eine Ratte ist. Ja, ist extra für Ratten gebaut. Was ist das Weiße? Das ist ein Glitch. Aber okay, dann hast du dann instinktiv die richtige Leiter gewählt. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt echt ein ganzes Gebiet einfach ist. Hausmeister, der sich immer um diese Fackeln kümmern muss. Wie wird diese Fackel ausgetauscht? So riesig. Hat der so eine lange Greifarm, dass der da an der Leiter hängt? Also die haben natürlich die Leiter, die du da siehst, die haben auch so mobile Leitern noch gebaut. Das sind von so richtige Leitermannschaften, die das. Aber ist das ein Sketch, so der Hausmeister in Dark Souls, der immer die. Definitiv. Ah, doch, schau mal an. Guck mal, wir haben sogar beide Türen geöffnet mit einem Schlüssel. Das ist original, das ist die Tür, von der ich eben sagte. Ja, genau. Ja, ja, okay. Who is there? Sag ich. Is someone there? Anyone? Ja. All the dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand. Touch me. Ignorieren, würde ich sagen, oder? Dafür haben wir den ganzen Weg gemacht, um sie zu ignorieren. Oh, yes, there you are. So close, indeed. And I am not entirely alone. Praise the merciful gods above. Gebet, und jetzt können wir an diesen Mob-Gott beten. Mob-Gott, ja. Das ist lustig, das ist wirklich eine neue Fähigkeit. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper.
Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. Absolut. Auch. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Ja, doch, also, klar. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karin, solemnly swear to serve you. Und das, ihre erste Amtshandlung ist einfach... erstmal abhauen. Erstmal abhauen. Erster Arbeitstag, ja, bin ich da. Okay, wir haben beide Türen geöffnet mit einem Schlüssel, perfekt. Nice. Okay. Und jetzt sind wir hier wieder bei dem Typen. Was hat der jetzt eigentlich mittlerweile zu sagen? You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Was für you? Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. Ach, er hat das gemacht, ja. Ich glaube, er ist gar nicht so hart, wie er immer tut. A knight for Karin. Siehste, er ist auch aus Karin. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. Ah. And only for that long. Okay. Das heißt, er ist jetzt What's in unserem Dienst. My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure. Okay, das heißt, die Holde Maid ist bei uns und wir machen seinen Job, auf sie aufzupassen und dafür bietet er an, dass er uns auf uns aufpasst. Das ist doch geil. Ja, aber wie setzt er das in die Tat um? Das ist bis jetzt nur leeres Versprechen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht kann man den irgendwo summonen. Vielleicht gibt es irgendwie bei irgendeinem Boss, man kann ja summonen bei Bossen und vielleicht kann man ihn dann summonen. Aber wir können ja dann jetzt zurück, wo wir eben waren. Aber ja, die Frage ist, da haben wir auch alles, alle... Da drin, meinst du? Also diese... Wir sind doch einmal links rein, wo es dann die erste Leiter runterging. Weißt du noch? Ging es da noch geradeaus weiter? Guter Stichpunkt. Kannst du runtergleiten, wenn du gedrückt hältst, die B-Taste. Manchmal muss man sich Zeit aufnehmen. Ja, das stimmt. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, eine Tetanus-Impfung zu bekommen hier, wenn du dich an dieser rostigen Leiter da aufschneidest? Tetanus-Impfungen sind sehr, sehr schwierig zu bekommen, ja. Absolut. Da muss man teilweise Jahre drauf warten. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Da meinst du, genau. Ist hier noch? So recht. Ah, nee, hier ist Sackgasse. Ah, okay, schade. Aber zumindest war da noch was. Ja, okay, dann haben wir das, aber du kannst da, glaube ich, zurücklaufen. Und dann können wir ins andere Gebiet. Wir machen so Fortschritt heute. Hätte man auch von der anderen Seite? Nee, ne? Wahrscheinlich hätte das. Das ist die Frage, ja. Du kannst auch einen Homeward-Bone nehmen, sonst wären wir eh so viele, wenn du nicht laufen willst. Da ist er. Super. Sollen wir sie jetzt nochmal ansprechen bei uns zu Hause? Ja, wieso nicht? Du musst hier irgendwo sich. Ah, guck mal, das ist er! Nee! Stark! Ah. I know you. Wir haben es gerade gesehen. Sometime. Vor 20 Sekunden. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Wie sehen wir aus, ey? Du kannst dich ja nicht kriegen lassen. Better. She must fit in perfectly here. Der hat eine geile Stimme, oder? Ja. Überleg mal, du hast so eine Stimme und du gehst in eine Bar und sitzt einfach nur an der Bar und erzählst irgendwelche Geschichten. Die Geschichte ist instant geil. Wenn du so eine Stimme hast. Oh, ist sie das? Warum muss sie immer im Verlies sein? Nee, sie ist ja unten. Spring ihr nicht auf den Kopf, sonst ist sie bestimmt sauer auf dich. Ist sie eine Leiter oder ist es einfach wieder so? Ein... Aber sie kümmert, hat sich schon wieder wirklich so eine Ecke gesucht. Das stimmt schon, ne? Will ich aber auch machen, ehrlich gesagt. Ja? Ah. Wunder, das ist mal ein Angebot. Wunder erlernen. Ist aber wahrscheinlich so ein Kleriker-Ding, ne? Wunder erlernen haben wir leider gar nicht diese Fähigkeit. Erlaubt Einstimmen zusätzlicher Zauber. Ah, ah, ah,
Gut, also das hat jetzt insgesamt nicht so wahnsinnig viel gebracht, aber wir haben einen neuen Bonfire. Gut, wir können natürlich mit Wundern nichts anfangen. Das ist natürlich richtig. Glaubst du an Wunder? Ja, natürlich. Ich habe schon ein Wunder erlebt. Wirklich? Ja. Du hast ein echtes Wunder erlebt? Ja. Hast du die Geschichte schon erzählt? Nein. Dann erzähl von deinem Wunder. Ich habe noch nie jemandem erzählt. Dieses Wunder ist mir vor ungefähr, ich würde sagen, 20 Minuten passiert. Wirklich? Ja, ich habe mich komplett verloren gefühlt in der Welt. Ja. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich laufe jetzt hier ein bisschen rum. Mhm. Und aus dem Nichts heraus ergab sich ein neuer Pfad für mich. Wahnsinn. Ich hatte wirklich schon gedacht, ich habe alles verloren. Und aus dem Nichts, ich habe ein bisschen gesucht und wer sucht, der findet. Und ich habe einen Pfad gefunden und dieser Pfad hat mich weitergeführt. Halleluja. Halleluja. Vatikan, falls ihr zuhört, bitte anerkennen. Es gibt tatsächlich ein Komitee beim Vatikan, der damit beauftragt ist, Wunder anzuerkennen. Gibt es eigentlich neben dem Vatikan auch einen Unvatikan? Ach, wieso nicht? Ich weiß, bei Warten, so im Sinne von aber überleg Vatikan. Mal, das macht doch total Sinn. Überleg mal, du gründest eine Religion. Ja, ja? Stell dir vor, der Falschikan. Der Falschikan. Nee, du gründest wirklich eine Religion und du behauptest einfach, gewisse Dinge sind so, wie sie sind. So. Mhm. Und dann, das ist das Mindeste, was ich von der Religion erwarte. Mindeste. Aber macht es da nicht Sinn, wenn du quasi unter falschem Namen noch eine zweite Religion gründest, die exakt das Gegenteil behauptet von dem, was die andere Religion macht. Mein Schild! Ja. Okay, mach den erstmal. Was? Die sind zu zweit. Die haben Mitose gemacht. Naja, mach die erstmal. Ich erzähle gleich weiter. Okay, die sind aber. Das sind so Geschwister vielleicht. Howie und Schlaui. Bud Spencer und Terence Hill hätten auch Howie und Schlaui heißen können, oder? War Terence Hill so schlau? Ja, Terence Hill war der Pfiffige und Bud Spencer hat immer gehauen. Howie und Schlaui. Oh, Mensch, schade, dass ich zu der Zeit noch nichts zu sagen hätte. Wie sitzt du jetzt? Wo kannst du die Nation deinem Wort lauschen und die DVD-Boxen umändern? Stimmt. Die sollten eigentlich Howie und Schlaui heißen. Warum blockt er denn nicht mit seinem Schilding? Ja, beide. Das ist ein epischer Kampf. Das ist ein Bonfire. Ist das direkt ein Bonfire? Ja, ja. Kann ich mich da hinfläzen? Um es mal ganz unordentlich zu sagen. Warte mal, da sind wir ja gerade hingegangen mit diesem Bonfire. Warte, gib mir noch mal eine Chance mit den Namen. Okay. Achso, danke, dass du fragst. Jetzt mit Vatikan, genau. Du sagst, ich gründe eine Religion, gründe eine Gegenreligion, die immer falsch liegt, damit ich sagen falsch. Guck mal, wie richtig wir liegen, besser als die anderen Religionen. Nein, sondern einfach, dass beide Religionen decken ja zu 100% alles ab, was es gibt. Nur jeweils immer die Gegenposition. Sodass du keine andere Religion mehr brauchst. Das heißt, du hast alle entweder in dem einen oder in dem anderen Becken gefangen. Okay, das war easy, aber sein Bruder kam jetzt nicht, oder? Doch, da kommt er. Kannst du nicht spielen. Oh, bist zu spät gekommen. Oh, ist Hans schon tot. Oh, Franz kommt zu spät. Er hat mir gesagt, vier an der alten Mühle. Oh, Doofkopf. Ach, du warst an der alten Mühle. Ach, das ist ja gar nicht hier. Stimmt. Das ist doch die neue Mühle. Oh. Alter. Er war erst. Was für ein cooler. Er ist ein cooler Assassin. Ich hätte gern seine Klamotten. Die sehen einfach cool aus. Kannst du den töten? Ja, das. Wie heißt dieses, dass man da so eine Art Umhang hat, noch hinter den Beinen? Das hat ja auch Neo in Matrix immer so dieser. Ja, es ist ja kein Wrack. Sondern. Ein Wrack? Wie sind denn ein Wrack? Ein Wrack hat doch auch hinten. Ja, ein immer Wrack, noch. Aber ich dachte gerade Wrack. Wie denn? Ich hab doch Wrack gesagt. Du hast Wrack gesagt. Ja, das heißt ja auch Wrack. Ja, du hast aber Wrack gesagt. Die Abwrack-Prämie. Was ist eigentlich, wenn man sein. Ich bin echt so der Bär. Gibt's eigentlich, wenn man auf einer Hochzeit ist, ne? Und die Hochzeit ist zu Ende und du legst einen Frack ab. Gibt's eigentlich auch. Das ist ja auch Abfracken eigentlich, oder? Im Grunde sollte es deine Prämie geben. Oh, ich kann. Sagen Leute auf Hochzeiten, sagen das doch. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis ich mich endlich abfracken kann. Ja. Weil sie keinen Bock mehr haben. Die wollen endlich. Ja, wenn der Cousin nervig ist, dann kann man sich auch abfracken. So, das ist natürlich eine Frage, in welcher Reihenfolge. Ja.
Oh, ich bin richtig glücklich, dass wir wieder ich auch, das ist wirklich können. Die Lebensfreude ist wieder neu da. Oh, hier ist sogar so eine Art Schützengraben gegen den Beschuss ja. hier. Und? Der Hund hat voll ja, Hund, kann man als Boten einsetzen im ja. Ersten Weltkrieg, aber ist natürlich immer tragisch, ja. wenn die erschossen werden. Ja, das stimmt. Katzen auch teilweise, aber die sind nie angekommen. Waren das Boten oder Pfoten? Pfotenboten. Postpfote, ist eigentlich auch süß. Postpfote. Der Postpfote ist da. Ja. Also du kannst angenommen dein Tier ist tot und du kannst ihm noch so einen Brief schreiben und dich für alle Male entschuldigen, wo du auf den Schwanz gestiegen bist. Und das heißt Postpfote. Ja. Ja, Brief ja, ins Post, Jenseits. Ja, Postpfote. Ja, finde ich gut. Postpfote. Oh, das entzündet. Boah. Das ist ja vielleicht so eine Anspielung auf diesen Mönch, der sich in Tibet damals selbst angezündet hat. Meinst du, die würden so ein kontroverses politisches Statement hier setzen in diesem Game? Weiß ich nicht, aber also das sah doch aus wie ein Mönch mit seiner Kutte. Und er konnte sich dann quasi selbst. Man weiß es nicht. Also links ging es jetzt noch weiter, ne? Kannst du das mal abspeichern ja. oder sollen wir das direkt machen? Ja, hier ist wahrscheinlich ein Bonfire, damit man hier den Boss machen kann, oder? Ich meine, komm. Mittlerweile ist jetzt auch kein Hexenwerk, dieses Game. Hallo, guten Tag, worauf? Entschuldigung, sorry, kann ich kurz? Setz dich doch dazu, du kannst doch jetzt beten, sorry, setz dich mal dazu. An der Stelle, ach ja, du hast... Vielleicht kann man in den Club aufgenommen werden. Nee, das ist mit der... Probieren wir die da, glaube ich. Und dann nach Wechseln, auf Y. Die haben wir neu bekommen und dann genau, und irgendwo ist sie ja, die neue. Die sieht ein bisschen anders aus, ne? Wir haben Seelen bekommen. Was? Ernsthaft? Oder abgezogen bekommen, aber es hat sich verändert. Hat sich wirklich irgendwas verändert? Vielleicht haben wir... Ist das ein Seelenobelisk? Hä? Haben wir durch das Beten jetzt original Seelen bekommen? Glaube ja. Ne. Kann man das eben... Doch, 20! Das ist ja der absolute Oberhammer! Kann man das endlos machen? Das gibt's doch nicht. Wow. Aber an das, den Gegenstand kommen wir nicht ran. Den muss man die leider töten. Oder da war irgendwas, da stand's, ja. Da. Da stand's doch. Ich fürchte, du musst sie umbringen. Esterscherbe. Das ist dir voll gelohnt. Okay, aber was war in dem Haus drin noch? Bevor wir weiterziehen. Da war ja auch eine geschlossene Tür. War da noch irgendwas anderes? Ich dachte, das ist jetzt die Neben... Dass wir erstmal den kleinen Weg machen, okay. Bevor wir den großen Weg gehen. Na gut. Hier ist wahrscheinlich irgendwo noch ein Bonfire am Start, oder? Schön wär's. Wir sind schon eine gute Strecke zurückgelaufen. Ja, also mein Bon-Instinkt sagt, hier gibt's Bon. Bon. Ja, auf so einem Friedhof ist wahrscheinlich einiges los, ne? Haribo. C'est bon la vie pour les grands et le petit. Ah, je ne parle pas français, mais je pense qu'est-ce que tu parles français un peu? Oui. Je m'appelle. Ah, das ist endlos. 20 Seelen. Ja, okay, endlos Seelen. Aber ist auch ein bisschen anstrengend. Das heißt, man muss 100 Leute für 2000 Seelen töten. Ist vielleicht ein bisschen aufwendig, oder? Oh, das ist dann doch mehr als nur ein Nebenweg, glaube ich, oder? Ja, vielleicht hast du recht. Irgendwann, ja, vielleicht, also man, das, der Witz, man weiß es ja nicht. Vielleicht kommen wir ja. Der kotzt Nudeln aus, Magen! Nudelmaden! Ah. Ey, irgendwann, ne? Wenn die Menschheit dazu gezwungen ist, dann werden ja Insekten als Proteinquelle einfach stinknormale Nahrung sein. Ne? Wenn die ganze Dekadenz des Abendlandes zusammenbricht durch Klimawandel und so, dann wird man irgendwann gezwungen sein, Insekten zu essen. Und dann wird es einen ganz neuen
Essenskultur geben. Das heißt, es wird so Imbisse geben, diese Insekten. Ganz normal, auf eine Tüte Insekten auf die Hand oder so. Ja. Yeah. Maden und... Das ist schon eine ziemlich große Tür. Also auf jeden Fall ein Bonfire, aber es könnte sein, dass jetzt ein Boss erscheint. Ja, finde ich eine gute Idee. Erstmal einfach halt alles kaputt machen. Ja, ich krieg nicht... Ah! Merciful Goddess. Oder? Oh, den müssen wir auch beten, auf jeden Fall. Please, fire for Ariandel. Nee, wir haben auch so einen, wie er macht, oder? Geh nochmal rein. For Ariandel. And the ash to kindle flame. Ja, mit Y. Ganz unten rechts war das, ja. Das ist das, was er macht. Nee, ist auch nicht ganz das, was er macht. Das ist immer neben ihm, das ist schon sehr ähnlich. Ja, er ist auf Knien, ne? Ja. Und wir knien nicht, ne? Wir sind. You've the same scent as that woman. What? Then you wir haben uns ihr Parfum ausgeliehen. An action man. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Okay. Gut, vielen Dank für dieses Gespräch. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. Puppe. I need you to show her flame. Jetzt brauchen wir eine Puppe. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. No, we seeketh the puppet. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Oh. Okay. Also das, bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das einzuordnen habe. Wie wurden jetzt in das Gemälde reingesaugt oder was? So wie in Super Mario 64? Ich habe ein kleines Déjà-vu. Und zwar war das... Warte mal. Nee. Naja, was uns hier erwarten würde in dieser finsteren Welt hinter einem magischen Portal, dies und viel mehr werden wir beim nächsten Mal erfahren, wenn es wieder weitergeht mit Nils, Florentin und Kud. Bis dann.